Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online-Nachhilfe Augenoptik. Ich bin der Max und ich grüße euch. Ja, wie ihr ja wahrscheinlich eventuell mitbekommen habt, gab es letzte Woche kein Video auf diesem Kanal und das hat auch damit zu tun, ich lag mit Fieber im Bett. Aber Glück auf, sagt der Bergmann, es ist wieder alles überwunden, sage ich mal, der Medizin sei Dank. Und ja, heute kann es munter weitergehen mit unserer Folge 6. Und in Folge 6 soll es um Prisma, Dispersion, prismatische Wirkung, zusammengesetzte prismatische Wirkung an einem Brillenglas und der Prismenverteilung gehen. Oder anders ausgedrückt, steht das Objekt beim Blick durch ein Brillenglas dort, wo ich es sehe. Das Ganze wird euch präsentiert auf dem Online-Nachhilfe-Augenoptik-Kanal hier auf YouTube. Ja, wir fangen wieder ganz normal an mit unseren Lernzielen. Dabei geht es erst einmal um die Frage, was ist ein Prisma und wozu dient es eigentlich? Dann gucken wir uns das Prisma mal an der Sammel- und Zerstreuungslinse an, also in einem Plus- und Minusglas. Dann kümmern wir uns um die zusammengesetzte prismatische Wirkung in einem Brillenglas. Wir gucken uns mal an, wie wir Prismen am besten verteilen können und warum überhaupt. Dann machen wir mal eine Prismenverteilung nach DIN. Und wir gucken uns Abbildungsfehler des Prismas an, also sprich, wir reden über Dispersion. Okay, dann wie gehabt folgt ein Ausblick auf Folge 7. Und ich würde sagen, wir starten locker flockig ins Thema hinein. Und ja, los geht's. Frage: Was ist eigentlich ein Prisma? Also, ein Prisma ist letztendlich nichts anderes, ich blende das einfach mal ein, als ein keilförmiger Körper. Das wäre dieser hier, auf dem halt eben Licht auftritt. Das wäre dieser Lichtstrahl entsprechend. Jetzt hat das Prisma die Eigenschaft, dass das Licht entsprechend zur Basis hin, also in diese Richtung, abgelenkt wird. Die Basis ist quasi immer da, wo die kürzeste Seite des Dreiecks ist. In diesem Fall wäre das diese Seite. Und diese Ablenkung, diese Lichtablenkung, die das Prisma halt eben ja, durchführt, die wird in Zentimetern pro Meter angegeben oder eine ältere entsprechende Bezeichnung wäre Prismendioptrie, was nichts anderes ist als Zentimeter pro Meter. Ich habe hier entsprechend die Formel nochmal hingeschrieben. P wäre dann Q durch L und Q sind sozusagen die Zentimeter, die Ablenkung erfährt, gemessen auf einen Meter. Und die prismatische Wirkung ergibt sich somit aus der Stärke und der Richtung der Strahlablenkung. Und die Richtung dieser Strahlablenkung, die wird immer über die Basislage angegeben. Es gibt keine prismatische Wirkung ohne Richtungsangabe oder ohne Basisangabe. Wenn wir uns jetzt hier einfach mal in diesem Beispiel uns anschauen, wir haben beispielsweise hier einmal unten, dann hätten wir hier P ist gleich, ich habe jetzt einfach mal irgendeine entsprechende Ablenkung genommen, 6 cm pro Meter mit Basis 270 Grad. Nach Tabo 270 Grad ist unten. Man kann auch noch die 270 Grad nicht entsprechend als Gradzahl aufschreiben. Man kann auch 6 cm pro Meter Basis unten schreiben. Es ist dann nur wichtig, dass man weiß, dass unten 270 Grad sind. Da kommen wir aber später bei dem Verteilen entsprechend nochmal dazu. Ja, dann ist natürlich jetzt die Frage, was soll ich überhaupt mit so einem Prisma machen? Oder die andersrum ausgedrückt, wozu dient ein Prisma in der Augenoptik? Das Prisma dient zur Korrektion von Winkelfehlsichtigkeiten oder halt eben auch Bildlagefehlern durch Veränderung der Bildlage. Und das machen wir mit der MKH,
Wir prüfen halt eben, ob wir die Bildlage oder den Bildlagefehler korrigieren können. Das machen wir mit der sogenannten MKH, der Mess- und Korrektionsmethodik nach Hans-Joachim Haase. Okay, was für Arten gibt es denn überhaupt an Winkelfehlsichtigkeiten? Da hätten wir als allererstes mal die Exophorie. Das heißt, das wäre ein kompensationsfähiges Schielen nach außen. Kompensationsfähigkeit, was es damit auf sich hat, komme ich gleich zu. Wenn es ein Schielen nach außen gibt, dann gibt es auch ein Schielen nach innen und dann würden wir von einer Esophorie sprechen, also sprich einem kompensationsfähigen Schielen nach innen. Dann gibt es noch eine Hyperphorie, das wäre sozusagen eine kompensationsfähige Schielen nach oben und eine Hypophorie, das wäre das kompensationsfähige Schielen nach unten. Das sind die vier Grundarten, die wir bei den Phorien oder bei den Winkelfehlsichtigkeiten unterscheiden. Und das wären entsprechend nach MKH gemessen assoziierte Phorien oder halt eben Winkelfehlsichtigkeiten. Es gibt auch noch die sogenannten dissoziierten Phorien und da komme ich im Laufe des Videos auch nochmal zu. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Kunden habe, wo der auffällig halt eben ist, sprich beim Cover-Uncover-Test, da komme ich gleich zu, was das ist, und der hat jetzt beispielsweise eine Exophorie oder einen Verdacht auf Exophorie, dann kann der genauso gut auch noch eine Hyperphorie oder eine Hypophorie haben. Das heißt also beispielsweise, dass jegliche Art dieser Phorie nicht zwangsläufig alleine vorkommen muss. Man kann die also kombinieren. Was man natürlich nicht kombinieren kann, ein Schielen nach innen mit einem Schielen nach außen entsprechend, das macht keinen Sinn. Und ein Schielen nach oben mit einem Schielen nach unten macht auch keinen Sinn. Und dementsprechend jegliche Kombination dieser Phorien können wir sozusagen korrigieren. Ja, das ist natürlich die Frage Kompensationsfähigkeit oder Kompensation, Fragezeichen. Was hat es damit auf sich? Gucken wir uns mal den Normalzustand eines Augenpaares an, was halt eben sogenannte Orthophorie ist. Und diese Orthophorie, das ist der sogenannte Muskelrichtigkeit, würde man das entsprechend übersetzen. Und die Gegebenheiten wären dabei halt eben, dass der Blick geradeaus steht und dass das fixierte Objekt, unser Ofix, unendlich weit entfernt steht vom Auge. Das würde bedeuten, dass das Licht entsprechend parallel auf die Augen auftrifft und die Fixierlinien ebenfalls gerade und parallel zueinander stehen. Das wäre unser gewünschter Normalzustand oder halt eben die Orthophorie in diesem Fall. Jetzt kommen wir zu dem Beispiel der Exophorie. Deshalb hatte ich das eben auch schon einmal rot gekennzeichnet. Auch hier wieder Blick geradeaus. Unser fixiertes Objekt steht unendlich weit entfernt. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir uns einen Okluder, Okludere abdecken, also eine Abdeckscheibe, und decken unser rechtes Auge hier in diesem Beispiel ab. Was bedeutet das? Das bedeutet, das rechte Auge geht jetzt in die sogenannte Ruhestellung. Und wenn dieser Mensch eine Exophorie hat, dann sieht das so aus. Das heißt, hier wäre mein Blick geradeaus, er dreht aber das Auge nach außen weg. Das soll hier halt eben diesen Okluder darstellen, also halt eben die Abdeckscheibe. Das heißt, ich nehme den Fixationsreiz vom rechten Auge weg. Und dann dreht das Auge in dem entsprechenden Augendrehpunkt Z' in Richtung oder in Ruhestellung ein. Und wenn ich das jetzt wieder entfernen würde, dann hätten wir wieder die entsprechende Orthostellung oder die Scheinorthostellung, wie wir das eben gerade haben. Wie kommt das Ganze zustande? Diese Phorie, das ist nämlich auch entsprechend eine Definition der Winkelfehlsichtigkeit, die lässt sich halt eben kompensieren. Und zwar entweder über Muskelkraft oder motorische Fusion nennt sich das Ganze
oder halt eben über Gehirnleistung sensorische Fusion. Und in den meisten Fällen ist sowohl die motorische zu einem sehr großen Anteil und die sensorische zu einem gewissen Anteil, aber dieser Anteil ist wesentlich kleiner als die motorische Fusion beteiligt. Das heißt, ich könnte jetzt diesen Zustand in der abgedeckten Variante würde ich diesen Zustand einnehmen. Wenn ich jetzt aber diese Abdeckscheibe entferne, dann wäre ich entsprechend hier, in diesem Zustand. Okay, dass das natürlich letztendlich für den Kunden problematisch ist, diesen Zustand aufrechtzuhalten, weil das eben sehr viel Muskelkraft und Fusionsleistung des Gehirns kostet. Das ist dann natürlich ein klarer Fall. Und wir nennen das Vergenzbelastung. Das heißt, ich muss permanent mein Auge von außen nach innen ziehen über Muskelkraft. Und diese Strecke, ich habe die hier mal rot gekennzeichnet, das wäre diese hier. Das ist der sogenannte Vergenzbedarf, den ich hätte, um mein Auge aus dieser Stellung eben wieder nach innen reinzuziehen. Und wenn ich jetzt hier, ich sage jetzt mal eine Zahl, 10 cm pro Meter Vergenz aufbringe, dann habe ich natürlich an der Gesamtvergenzleistung schon einen erheblichen Teil verloren, den ich dann halt eben, wenn ich erschöpft bin, beispielsweise abends beim Lesen, nicht mehr aufbringen kann, um in die Nähe zu konvergieren. Das hatten wir schon mal beim Nahtrias, wo wir uns über Akkumulation, Konvergenz und Miosis unterhalten haben. Das heißt, dieser Zustand, da kommt es natürlich auch immer auf den Leidensdruck drauf an, also wie empfindet das der Kunde? Stört das den Kunden? Wenn ja, wann stört das den Kunden und so weiter? Und natürlich auch auf die Tatsache, macht das dem Kunden Probleme? Also wenn der Kunde zum Beispiel schildert, ja, pass auf, ich habe immer das Gefühl, mein Auge haut ab. Oder ich habe das Gefühl, ich schiele irgendwie. Oder mein Auge möchte abends beim Lesen nicht mehr so richtig mitmachen und ich bekomme Kopfschmerzen oder ein Druckgefühl auf dem Auge. Das kann alles darauf hin deuten. Muss nicht, kann. Und damit Sie wissen, wie so eine Exophorie in der Praxis denn tatsächlich ausschaut, habe ich mal von mir selbst ein Video gedreht. Achtung, ich blende mal meine Visage ein, nicht erschrecken. Ich spule mal so einen ganz kleinen Ticken vor. Jetzt kann man sehen, dass das rechte Auge hier in diesem Fall abgedeckt ist mit einem sogenannten Okluder mit der Abdeckscheibe. Und ich werde dieses Auge, wenn ich auf Play drücke, das Auge aufdecken. Und jetzt müssten Sie hier mal auf dieses Auge schauen. Nochmal. Okay. Also, wir haben zwei Sachen gerade gesehen. Beim ersten Aufdecken kam das Auge ruckartig von außen nach innen gesprungen. Und beim zweiten Aufdecken kam das Auge eher geschmeidig von außen nach innen. Das hat wiederum zwei Ursachen, das Ganze. Das eine ist, dass beim ersten Aufdecken das Abdecken relativ lange gedauert hat. Und die zweite Sache ist, dass ich persönlich die Augenmuskulatur da so ein bisschen steuern kann und dass halt einfach hier eine gelenkte Kompensationsbewegung war. Das kann so aussehen, das muss nicht so aussehen. Also das ist jetzt wirklich ein sehr krasses Beispiel. Das kann auch eben nur eine ganz leichte Bewegung sein und deshalb ist es umso wichtiger, gerade beim Uncover-Test, der ja entsprechend Euphorie testet, genau hinzuschauen, ob das Auge eine Einstellbewegung macht oder halt eben nicht. Das nur einmal so als Beispiel für die Exophorie. Ja, dann gucken wir uns mal an, ist eigentlich jedes Brillenglas prismatisch belastet oder gibt
gibt es auch Brillengläser ohne prismatische Belastung. Ja, fangen wir mal an mit der Sammellinse, das Prisma an der Sammellinse. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein Standard 1,5er positiv Meniskus eingezeichnet. Der würde so aussehen. Und wenn wir uns das jetzt mal nach prismatischer Wirkung betrachten würden, dann wäre das entsprechend einmal das Bild, was dazu passt. Erklärung: Wir haben beim Positivmeniskus in der Mitte die Dicke, also die Mittendicke ist bei einem Positivmeniskus höher als die Randdicke. Und wir haben in der Mitte des Brillenglases oder entsprechend, das muss nicht die geometrische Mitte sein, haben wir die optische Mitte, also den optischen Mittelpunkt, wo nach per Definition keine prismatische Wirkung herrscht oder die prismatische Wirkung eben null ist. Und da, wo halt eben entsprechend das Brillenglas dick ist, da haben wir unsere Basis. Das würde bedeuten, wenn wir jetzt hier im Zentrum sozusagen uns einen Strich ziehen, dann wäre das entsprechend unsere prismatische Basis. Und wenn wir genau in diesem Punkt durchgucken, hätten wir keine prismatische Belastung. Das heißt, die prismatische Wirkung wäre entsprechend null. Gucken wir uns das Ganze mal an einem Minusglas an oder an einem Zerstreuungsglas an. Da ist, glaube ich, ein Rechtschreibfehler. Ja, ist ein Rechtschreibfehler drin. Ich bitte dies zu entschuldigen. Wir haben einen Standard 1,5er Negativmeniskus. Der würde entsprechend einmal so aussehen. Wir haben eine geringe Mittendicke, aber eine hohe Randdicke. Und wenn wir das jetzt eben nach prismatischer Wirkung betrachten, dann würde das Ganze so aussehen. Das heißt, wir haben hier unseren optischen Mittelpunkt. Wir gucken hier mit unserer Fixierlinie durch, haben keine prismatische Belastung. Die Basis wäre entsprechend jetzt einmal hier außen, da wo der Rand dick ist, und auf der anderen Seite genauso. Das erst einmal grundsätzlich. Wenn wir jetzt uns die zusammengesetzte Wirkung an einem Brillenglas angucken, gehen wir davon aus, dass wir Orthophorie haben, also dass der Kunde halt eben keine Winkelfehlsichtigkeit hat und dass das Brillenglas fehlerhaft zentriert worden ist. Also der Kunde guckt nicht durch den optischen Mittelpunkt durch. Bei einem Positivmeniskus, ich möchte da nochmal auf den Idealzustand eben eingehen, wäre der optische Mittelpunkt M noch einmal hier und wir gucken entsprechend einmal durch dieses entsprechende durch. Ja, das war das Telefon. So, wo waren wir stehen geblieben? Also, wir haben Positivmeniskus, Kunde guckt durch den optischen Mittelpunkt durch, also durch die Basis sozusagen. Und erfährt halt eben keine prismatische Nebenwirkung durch sein Plusglas. Nochmal als Abschluss dahingehend zu erwähnen. Okay, jetzt gucken wir uns das Ganze mal bei einem Negativmeniskus an. Und zwar beginnen wir da auch mit dem Idealzustand. Also auch hier guckt der Kunde durch den optischen Mittelpunkt M und erfährt somit keine prismatische Belastung und auch keine prismatische Wirkung. Das ist letztendlich das, was wir machen, wenn wir auf Pupillenmitte zentrieren, ganz nebenbei. Okay, jetzt habe ich hier mal im Allgemeinen so eine Brille mal so eingearbeitet, sage ich mal. Und wir haben links ein Plusglas und rechts ein Minusglas. Diese entsprechenden Kreuze, das soll der optische Mittelpunkt M sein. Also da soll der Kunde dann durchgucken. So haben wir das zentriert. Wie wir jetzt schon festgestellt haben, hat der Kunde ja dort
die dickste Stelle bei einem Plusglas. Und hier wäre der Rand entsprechend dicker als die Mitte bei einem Minusglas. Also wir haben hier entsprechend, das ist übrigens falsch rum, das ist hier rechts und das ist entsprechend links. Wir können es aber auch so rum machen, dass wir sozusagen drauf gucken von innen, dann wäre das entsprechend links und das rechts. Machen wir so, egal. Also, das wäre jetzt tatsächlich das linke Brillenglas. Also wir gucken von innen auf die Brille drauf. Dann stimmt nämlich die Beschriftung auch. Ihr merkt, ich bin nicht so ganz auf der Höhe, ich bin noch ein bisschen krank. Aber es muss videotechnisch weitergehen. Okay, also wir haben bei einem Plusglas festgestellt, wir haben in der Mitte die dickste Stelle und somit unsere Basis. Und bei einem Minusglas haben wir außenrum die Basis. Und was passiert denn jetzt, wenn wir entsprechend hier oben durchgucken? Wenn ich hier jetzt durchgucke, habe ich entsprechend hier meine Basis, also ich hätte Basis unten. Und wenn ich entsprechend Basis unten habe, dann wäre das Bild nach oben verschoben. Also das Bild verschiebt sich immer entgegengesetzt zur Basis sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt hier genau achstreu mit dem optischen Mittelpunkt einfach nur nach oben gehe, hätte ich Prisma Basis unten. Wenn ich hier im horizontalen Schnitt noch weiter nach innen gucke, hätte ich Prisma Basis außen und das Bild wäre entsprechend mehr nach innen versetzt. Hier genau das gleiche wie oben, nur halt eben in die andere Richtung. Ich gucke nach unten und hätte Prisma Basis oben. Wenn ich Prisma Basis oben habe, dann ist das Bild entsprechend nach unten versetzt. Und auch hier, ich gucke weiter außen durch als der optische Mittelpunkt. Also habe ich entsprechend Prisma Basis innen und das Bild erscheint weiter außen, als es eigentlich steht. Das sind unsere vier Richtungen, die wir entsprechend als Fourier dann bezeichnen können. Und was passiert denn jetzt zum Beispiel, wenn ich mit dem linken Auge, mit dem linken Auge hier gucken würde, also hier, dann hätte ich Prisma Basis unten und ich hätte Prisma Basis innen. Also wenn ich hier durchgucke, habe ich zum einen die Horizontalkomponente, das wäre diese hier, und die Vertikalkomponente, das wäre diese hier. Also ich hätte dann sozusagen eine prismatische Wirkung von entsprechend Tabo 45 Grad. Ne? Also links außen ist 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad nach Tabo. Und hier hätte ich entsprechend dann 45 Grad. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise hier durchgucken würde, hätte ich nach Tabo eine prismatische Basislage von 135 Grad. Hier wären es 270, hier sind es 180, also hier von 210 Grad in etwa. Und hier halt entsprechend von 315 Grad. Okay, das wäre entsprechend bei einem Plusglas der Fall. Gucken wir uns das Ganze mal bei einem Minusglas an. Also hier auch hier wieder, optischer Mittelpunkt M ist hier. Und jetzt gucke ich nach oben. Das heißt, ich habe auch hier Prisma Basis oben, weil die Basis liegt ja am Rand des Brillenglases. Also, ich gucke vom optischen Mittelpunkt M nach oben und habe Prisma Basis oben. Das heißt, das Bild erscheint tiefer, als es eigentlich ist. Jetzt gucke ich hier weiter nach innen. Das ist ja ein rechtes Brillenglas, wir gucken von innen drauf. Jetzt schaue ich hier weiter nach innen. Und ich habe somit Prisma Basis innen. Das heißt, das Objekt oder das Bild des Objektes erscheint weiter außen, als es eigentlich ist. Jetzt gucke ich nach unten in 270 Grad, weiter nach unten. Und ich habe Prisma Basis unten. Das heißt, das Bild erscheint höher, als es eigentlich ist.
Und das gleiche nochmal nach außen. Das heißt, ich mache meine Blickbewegung nach außen, nach temporal. Und ich habe Prisma-Basis außen. Das heißt, das Bild erscheint weiter innen, als es eigentlich wäre. Und jetzt ist es halt eben so, je weiter ich vom optischen Mittelpunkt mich entferne, umso höher ist die prismatische Belastung. Das heißt, wenn ich jetzt hier durchgucke, habe ich eine geringere prismatische Belastung Basis oben, als wenn ich hier durchgucke. Okay. Soweit, so gut. So, wie kann ich das denn jetzt hier? Ach, das ist der Yogi hier. Ich muss mal eben ganz kurz schauen. Das ist der Pin. Okay. Jetzt muss ich mal eben kurz schauen, wie ich denn jetzt wieder auf den. Ach ja, die Technik. Wie kann ich denn jetzt hier wieder auf Dings zuschalten? Ah, so, alles klar. Ja, wie gesagt, das einmal so zur zusammengesetzten Fourier, und mit diesen zusammengesetzten prismatischen Belastungen und Fourien werden wir uns gleich bei der Zerlegung bzw. halt eben Zusammenrechnung, was da genau für prismatische Wirkungen und Belastungen entstehen, nochmal auseinandersetzen. Ich möchte jetzt nochmal eben eingehen auf entsprechende Merksätze, die wir uns notieren können oder die ich für euch schon notiert habe. Wenn ich entsprechend falsch zentriere. Und was es mit dieser Falschzentrierung auf sich hat, das gucken wir uns jetzt erst einmal an. Also, bei einem positiven Meniskus sieht das Ganze so aus. Und ich habe jetzt den optischen Mittelpunkt, der ist ja hier, zu weit nach nasal gesetzt. Also würde ich beispielsweise hier durchgucken, also eher temporal als nasal. Wenn ich eher temporal als nasal in einem positiven Meniskus durchgucke, habe ich Prismabasis innen. Und wenn ich Prismabasis innen habe, dann, das ist jetzt natürlich hier sehr stark übertrieben gezeichnet, dann hätte ich zum einen eine Dezentrationsstrecke, die nennt sich klein c, das ist diese Strecke hier. Und das ist vom tatsächlichen Durchblickspunkt bis zum optischen Mittelpunkt. Und wenn ihr jetzt die Dezentrationsstrecke habt, dann könnt ihr über die Prentice-Formel PSC mal S als Betrag die prismatische Belastung ausrechnen. Das könnt ihr aber nur horizontal, vertikal durchführen. Das könnt ihr nicht in einer schrägen Achslage oder in einer schrägen Basislage durchführen. Okay, also wir haben jetzt das Brillenglas, das Plusbrillenglas falsch zentriert. Der Kunde guckt allen nicht durch den optischen Mittelpunkt. Und da das Bild ja entsprechend entgegengesetzt zur Basis erscheint, also müsste das Brillenglas ja jetzt weiter außen erscheinen, würde das Auge ja nach außen entsprechend sich bewegen. Also sozusagen eine Ruhestellung einnehmen, die einem Exophoriker gleichkommt, ganz nebenbei. Das Problem ist, dass dieser Mensch orthophor ist und dass der keine Fourie hat. Und was jetzt passiert ist, dass wir von dieser Stellung, die das Auge durch das Brillenglas gezwungen wird, möchte das Auge aber gerne wieder in die gerade Ausstellung kommen. Und dieser Pfeil hier, das muss halt eben an Vergenz aufgebracht werden. Das belastet zum einen die Fourie, die Vergenz, und das wäre eine sogenannte dissoziierte Fourie. Also eine Fourie, die ich dem Kunden künstlich aufzwinge. Und das wäre jetzt beispielsweise einmal für die Horizontale. Das gilt natürlich auch genauso gut in der Vertikalen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise den optischen Mittelpunkt zu tief setze,
habe ich auch wieder eine Zentrationsstrecke. Mein Auge muss dann entsprechend nach oben gucken, weil das Prisma als Basis unten. Und ich muss dann permanent über die Augenmuskulatur eingreifen und das Auge nach unten ziehen. Das kostet motorische Fusion, macht eine Vergenzbelastung und ist ganz nebenbei eine dissoziierte Phorie. Okay, das bedeutet, wenn ich jetzt das mir das mal in Werten angucken würde, ich habe jetzt einfach mal zwei Beträge genommen, ist ja völlig egal. Dann hätte ich jetzt hier beispielsweise 5 cm pro Meter Basis innen und die Phorie, die ich damit erzeuge, also die dissoziierte Phorie, wäre hier eine Esophorie. Achtung, nicht verwechseln. Wir zwingen den Kunden zu einer exophorischen Auswanderung. Und der Kunde möchte das nicht. Der Kunde möchte lieber in seine Orthostellung gehen, also lieber geradeaus gucken. Und somit zwingen wir ihn zu einem Schielen nach innen. Und das wäre eine Esophorie. Also erzeugen wir durch das Dezentrieren nach innen des Positivglases eine Esophorie. Genauso hier in der Vertikalen. Ich habe jetzt hier einfach mal den Betrag genommen, 3 cm pro Meter Basis unten. Wir haben ja hier Basis unten. Und der Kunde muss durch diese Dezentration entsprechend nach oben gucken. Das will er aber nicht, sondern er möchte entsprechend geradeaus gucken. Und dementsprechend müsste er über motorische und wahrscheinlich auch über sensorische Fusion die dissoziierte Phorie durch Vergenz entsprechend kompensieren. Und diese Kompensationsleistung, die er dann da bringen müsste, das wäre eine dissoziierte Phorie in Form einer Hypophorie, weil wir wollen ja nach unten auslenken, unser Auge. Und das Ganze ist halt eben so bei einem, einem Plusglas. Und das passiert halt immer, wenn Sie zum Beispiel, ich sage mal, rechts, links, B-Halbe einschleifen, ganz nebenbei. Dann haben Sie ganz klar diesen Faktor hier oder diesen Fall. B-Halbe ist ja in der Regel etwas tiefer als beispielsweise jetzt der wirkliche Durchblickspunkt des Kunden, gerade wenn die Fassung sehr groß ist. Und dann haben Sie genau diesen Fall. Das heißt, Sie erzeugen mit dem Einarbeiten von B-Halbe eine Hypophorie. Achtung, aber nur, wenn, und jetzt, das ist der ganz entscheidende Punkt, wenn der Kunde entsprechend rechts, links die gleiche Versorgung hat oder die gleiche Verordnung hat, dann wäre das egal, weil die entsprechende prismatische Wirkung nicht wirken würde. Und weil wir es ja auf beiden Augen gleichmäßig tun. Wenn ich rechts und links aber eine unterschiedliche Versorgung habe, also anders ausgedrückt eine Anisometropie zum Beispiel, dann wäre es so, dass die Augendrehpunktforderung vertikal nicht mehr erfüllt wäre und ich entsprechend den Kunden eine dissoziierte Phorie aufdrücken würde. Dann ist natürlich auch wiederum die Frage, wann beginnt denn überhaupt so eine, Anisometropie? Nach Thien fängt die an bei 2 Dioptrien. Das heißt, dass sie rein rechtlich gesehen nach 2 Dioptrien die Einarbeitungs-, also 2 Dioptrien Brechkraftunterschied im vertikalen Meridian, müssten sie rein rechtlich gesehen die Einarbeitungshöhe entsprechend beachten. Es ist dann natürlich so, dass das natürlich überhaupt keinen Praxisbezug hat, ne? Also grundsätzlich, so handhabe ich das, wird entsprechend die Einarbeitungshöhe berücksichtigt, damit wir halt überhaupt nicht in die Problematik kommen, dass wir eine Vergenzbelastung da in der Höhe durchführen. Und so denke ich, ist das auch Sinn und zweckgemäß unserem Kundenwunsch. Okay, gucken wir uns das Ganze mal bei, hier eben sprechen nochmal Einarbeitungshöhe zu weit nasal und Einarbeitungshöhe, optische Höhe, OTH, entsprechend zu niedrig. Gucken wir uns das Ganze nochmal bei einem Negativmeniskus an. Auch hier wieder optische Mitte oder optischer Mittelpunkt,
zu weit nasal eingearbeitet. Ne? Das wäre hier. Wir bekommen also eine entsprechende Dezentrationsstrecke. Ich habe das jetzt hier mal ganz bewusst etwas größer gezeichnet, von der Dezentrationsstrecke her. Und dann würde entsprechend das Auge nach innen eindrehen, weil wir haben eine prismatische Belastung mit Basis außen. Und wenn wir eine prismatische Belastung Basis außen haben, entscheidet das Bild näher in der oder in, eher stärker nach rechts in diesem Fall jetzt verschoben, als es das ohne prismatische Belastung tun würde. Das Bild würde also hier entstehen und in Wahrheit würde das Bild aber hier stehen, das Objekt eben hier stehen. Ne, deshalb auch eben dieser Pfeil. Dann kann man jetzt in diese Richtung noch verlängern und dann würden Sie wissen, welche prismatische Wirkung oder welchen Bildversatz wir dann da tatsächlich haben. Darum soll es hier aber eigentlich gar nicht gehen. Es soll darum gehen, dass wir auch hier, wenn wir dezentrieren, den Kunden eine dissoziierte Fourie aufdrücken. In diesem Fall wäre die dissoziierte Fourie eine Exophorie, weil wir halt eben, der Kunde halt eben nach außen korrigieren müsste. Also wir zwingen den Kunden zum Schielen sozusagen nach innen oder zur Vergenzleistung nach innen. Und der Kunde möchte das aber nicht und müsste dementsprechend nach außen wieder kompensieren. Und somit wäre auch hier eine dissoziierte Fourie ja, vorhanden. In der Höhe, also in der Vertikalen, genau das Gleiche. Ich habe jetzt hier die Einarbeitungshöhe zu hoch angesetzt. Und auch hier passiert wieder Folgendes. Ich habe ein Prisma-Basis unten. Das Bild erscheint also höher. Und auch hier wäre dementsprechend eine Vergenzbelastung. Der Kunde muss nämlich sein Auge wieder von oben in die Mitte holen. Also er muss seine entsprechende Muskelkraft aufbringen, um das Auge wieder von oben nach unten zu ziehen. Und gucken wir uns doch mal an, was da für eine Fourie letztendlich entsteht. Also hier klarer Fall, das Auge dreht nach innen. Und ich muss nach außen ziehen. Also meine Muskeln müssen die Muskelkraft so aufbringen, dass das Auge nach außen gezogen wird. Also habe ich ganz klar eine dissoziierte Fourie, also eine Exophorie. Hier in der Höhe genau das Gleiche. Ich habe hier Basis dezentriert nach oben. Also die Einarbeitungshöhe ist zu hoch. Und ich habe Prisma-Basis unten. Und dementsprechend erzeugen wir, weil wir nach unten ziehen müssen, das Auge, eine Hypophorie. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Merksätzen bei Orthophorie. Achtung, wenn der Kunde keinerlei Phorie hat und wir das Brillenglas entsprechend dezentrieren oder fehlzentrieren. Beim Plusglas wäre das entsprechend so, das Bild wäre natürlich mitläufig. Wenn wir die Einarbeitungshöhe zu hoch setzen, haben wir entsprechend das Bild nach unten und wir erzeugen eine Hyperphorie. Bei einem zu tief, zu einer zu tiefen Einarbeitungshöhe ziehen wir das Bild nach oben und erzeugen eine Hypophorie. Wenn wir die Einarbeitung oder den optischen Mittelpunkt zu weit nasal einschleifen, erzeugen wir das Bild nach außen und erzeugen somit eine Esophorie. Wenn wir zu weit temporal einarbeiten, zieht das Bild sich nach innen und wir versorgen den Kunden mit einer dissoziierten Fourie, nämlich mit einer Exophorie als Sahnehäubchen obendrauf. Okay. Und das Ganze wollen wir natürlich nicht. Das ist ein klarer Fall. Gucken wir uns das Ganze mal bei einem Minusglas an. Da ist das Bild entsprechend gegenläufig. Also wenn Sie jetzt das Brillenglas sich angucken und das Brillenglas von links nach rechts bewegen, bewegt sich das Bild, auf das Sie dann durch das Brillenglas durchschauen, von rechts nach links. Das wäre Gegenläufigkeit. Das ist eben entsprechend auch der prismatischen Wirkung geschuldet. Und gucken wir uns das mal an. Wir haben, wenn wir die Einarbeitungshöhe zu hoch ansetzen, haben wir entsprechend. Warte mal, ich muss noch kurz was überlegen. Wenn wir die. Moment, ich muss mal eben ganz kurz was schauen. Ja, doch, ist korrekt. Also wenn wir das Bild entsprechend nach oben verschoben, weil die Einarbeitungshöhe ist ja zu hoch, wir haben Prisma-Basis unten, genau.
Damit erzeugen wir sozusagen, ja, eine Hypophorie. Und wenn wir das entsprechend zu tief, wenn die Einarbeitungshöhe zu tief ist, erzeugen wir das Bild, das weiter nach unten entsprechend zieht. Und wir erzeugen eine Hyperphorie bei zu weiter nasaler Einarbeitung des optischen Mittelpunktes, zeigt das Bild nach innen. Und wir erzeugen eine Exophorie und bei temporaler Einarbeitung oder zu weit temporal die ganze Sache, zieht das Bild nach außen und wir erzeugen entsprechend eine Esophorie. Wenn wir das Ganze jetzt einmal vergleichen, ist das entsprechend genau gegensinnig. Was ja auch logisch ist, weil die prismatische Basis entsprechend auch gegenläufig oder andersrum halt eben liegt. Ja, dann kommen wir jetzt eigentlich zur spaßigen Sache und zwar nach der Prismenverteilung. Man kann das Ganze auch zusammengesetzte Ektophorie und zusammengesetztes Korrektionsprisma nennen. Und das ist jetzt eigentlich ein Fall für die Praxis. Also ich habe jetzt hier beispielsweise mal eine Verordnung aufgeschrieben. Wir haben rechts sphärisch minus 4 und 5 cm pro Meter Basis 0 Grad. Das Ganze, wir haben rechts 0 Grad, das heißt Basis innen. Und wenn wir eine Basis innen haben, korrigieren wir damit eine Exophorie. Linkes Auge, Sphäre minus 3 mit 2 cm pro Meter 90 Grad, also oben. Und wenn wir entsprechend eine Phorie korrigieren, die oben ist, oder die Basislage oben ist, dann haben wir entsprechend eine Hypophorie. Jetzt gibt es dazu meistens zwei Aufgaben oder zwei Arten von Aufgaben. Die erste Aufgabe, ich habe die mal so aufgeschrieben, die heißt: Verteilen Sie das Prisma hälftig. Das heißt, wir wollen die prismatische Wirkung von rechts und links entsprechend so aufteilen, dass das rechte und linke Brillenglas die Hälfte der jeweiligen zu verwendenden prismatischen Versorgung enthält. Wer jetzt Lust hat, kann gerne mal hier Pause machen und das mal selber durchrechnen. Kommen jetzt zur Lösung des Ganzen. Dann hätten wir von der reinen Überlegung her, wenn wir 5 cm pro Meter halbieren sollen, weil das ist ja letztendlich die Aufgabe, haben wir logischerweise 2,5 cm pro Meter. Und die Basis ändert sich nicht, weil rechts bleibt rechts. Das ist ganz wichtig. So, aber dann fehlen ja noch die Vertikalprismen und das waren hier 2 cm in der, für links und oben. Und wenn wir jetzt das linke Prisma auf rechte übertragen, dann müssen wir die Basis um 180 Grad drehen, weil sonst würde das Prisma entsprechend im Zusammenspiel später mit dem linken Auge nicht wirken. Und was auch noch wichtig ist, halt eben die entsprechende Basislage der Verordnung für die entsprechenden Seiten zu behalten. Das heißt, wenn ich ein rechtes Auge 0 Grad habe, dann bleibt das auch nach der hälftigen Verteilung rechts 0 Grad. Wenn ich jetzt aber beispielsweise für links die 90 Grad habe und ich muss das auf rechts beziehen, dann muss ich da entsprechend die 180-Grad-Regel anwenden und die Basislage um 180 Grad drehen, also von oben nach unten sozusagen. Und dann halt eben hälftig einmal die prismatische Wirkung aufschreiben. Sodass wir also hier auf 1 cm pro Meter Basis 270 Grad kommen. Ja, und von der entsprechenden ja, Stärke der prismatischen Wirkung ändert sich dann links nichts mehr. Wir haben dann nur noch die Sphäre, die wir übernehmen müssen, mit 2,5 cm und 1,0 cm pro Meter. Aber jetzt kommt das Ding. Wir haben ja links die Horizontalprismen entsprechend auf rechts 0 Grad gehabt. Rechts 0 Grad ist innen. Und links Basis innen ist 180 Grad nach Tabo. Also müssen wir entsprechend links 2,5 cm pro Meter jetzt die Basis um 180 Grad drehen, auf 180 Grad setzen, weil wir hatten vorher 0. Und hier bei dem Vertikalprisma, das hatten wir fürs linke Auge bereits angegeben,
Das halbieren wir halt eben einfach nur und die Basis bleibt erhalten, weil linke Basis bleibt linke Basis. Ja, und dann kommen wir auch schon zur Prismenverteilung nach DIN und das ist eine Sache, die sehr vielen Leuten Kopfzerbrechen bereitet, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber ist halt so. Okay. Ja, wir haben wieder unsere entsprechende Verordnung und die möchte ich eigentlich auch so beibehalten. Also wir korrigieren eine Exophorie und eine Hypophorie links. Okay. Jetzt wäre Aufgabenblock 2 die Möglichkeit oder eine Alternative zum hälftigen Verteilen, würde lauten, berechnen Sie das resultierende Prisma nach DIN. Das wird aber eigentlich eher weniger gestellt, diese Aufgabe. Eine häufige entsprechende Aufgabe wäre, verteilen Sie das Prisma und geben Sie die sphärotorische Kombination nach DIN an. Und da stecken letztendlich zwei Aufgaben drin. Erstmal verteilen Sie das Prisma nach DIN, also den Block, den wir hier oben schon hatten, und geben Sie die sphärotorische Kombination nach DIN an. Und die sphärotorische Kombination nach DIN heißt, wir sollen einen Pluszylinder angeben. Nach DIN wird halt eben alles in Pluszylinder-Schreibweise angegeben. Okay, jetzt kümmern wir uns als allererstes mal um das Prisma. Auch hier wieder, die Leute, die das möchten, können gerne einmal jetzt pausieren und dementsprechend die Aufgaben selber lösen, wenn sie denn möchten, und dann hinterher nochmal vergleichen. Ich werde jetzt eine Step-für-Step-Anleitung geben, wie das Ganze halt eben zeichnerisch und rechnerisch zu lösen ist. Und bevor wir das machen, nehme ich nochmal einen großen Schluck von meinem sehr bekannten Energy Drink in der Winteredition. Sehr geil. Ah, hervorragend. Und dann wollen wir auch schon mit der Lösung anfangen. Ja, wir haben aus der Verordnung 5 cm pro Meter mit Basis 0 Grad. Das können wir uns da schon mal direkt rausziehen. Das wäre sozusagen mein P1, also mein Prisma 1. Ich habe hier nochmal in Klammern gesetzt, wo dann entsprechend die Basis liegt, nochmal in Worten sozusagen, damit wir uns da einig sind. Jetzt ist es natürlich so, ich muss jetzt erstmal den Lösungsvorschlag, den muss ich irgendwie auf eine Seite beziehen. Das heißt, ich muss jetzt ja verschiedene Richtungsangaben machen und die Richtungsangaben sind natürlich für links und rechts anders nach Tarbo. Und deshalb sage ich, ich beziehe jetzt sämtliche Rechnung auf rechts. Das ist ganz wichtig, das zu tun, sonst weiß hinterher entsprechend der Prüfer oder Ihr Lehrer nicht, was er dann anfangen soll, was Sie da gerechnet haben. Und Sie bekommen keine Punkte. Okay. Also, wie gesagt, ich habe das Ganze auf rechts bezogen, hier steht's. Und das P1, das ist ja auch für rechts gegeben gewesen und das bleibt so, wie es ist. Ne? Und das brauche ich halt entsprechend für die rechte Seite. Das wäre jetzt mein P1. Okay. Jetzt habe ich für die linke Seite ein Prisma angegeben, 2 cm pro Meter Basis 90 Grad. Und da ich das ja jetzt von links auf rechts beziehe, muss ich die entsprechende Basislage wieder um 180 Grad drehen. Das heißt, ich hätte 2 cm pro Meter Basis 270 Grad und das wäre unten. Und jetzt folgt eine goldene Regel, die Sie beim Verteilen von Prismen und resultierenden Prismen, wenn Sie die berechnen, anwenden müssen. Und zwar lautet die: Beim Beziehen auf rechts muss die Basis des Prismas links um 180 Grad gedreht werden. Und genauso, wenn Sie ich mache das mal andersrum, beim Beziehen auf links muss die Basis des Prismas rechts um 180 Grad gedreht werden. Also immer, wenn Sie etwas von einer Seite auf die andere Seite beziehen, müssen Sie die Basislage um 180 Grad drehen. Ganz, ganz wichtig. Damit die Basislagen sozusagen entgegengesetzt sind und dann wirkt das Prisma auch wirklich so, wie soll. Wenn Sie das nämlich, wenn die nämlich gleich stehen, also unten und unten oder zum Beispiel jetzt hier
0 Grad und 0 Grad, das heißt rechts innen und links außen, heben sie die prismatische Wirkung auf. Und das ist halt eben der Grund, warum wir das so machen müssen. Ja, dann fangen wir mal an, das Ganze erstmal zeichnerisch zu lösen. Sie machen Folgendes, Sie machen sich so ein Koordinatenkreuz und nach Tabo bitte und markieren sich alle, ja, jeden Zentimeter oder alle 2 Zentimeter, wie Sie das möchten, im Maßstab entsprechend mal so bis 5 Zentimeter pro Meter. Das ist nämlich dann unsere entsprechende prismatische Wirkung, die wir da eintragen wollen. So, und hier ist jetzt 0 Grad, 90 Grad, 180, 270 und hier natürlich dann auf der 360, aber das ist nochmal eine andere Sache. Okay, also, wenn, jetzt ist das Entscheidende, wenn hier 0 Grad ist und ich das Ganze auf rechts beziehe und rechts innen ist, dann würde das bedeuten, dass hier eine Nase ist. Das heißt, wir gucken jetzt auf das Brillenglas drauf, und zwar von oben. Also wir gucken jetzt auf den Kunden. Wir stehen vor dem Kunden sozusagen. Und das Prisma P1, das müsste jetzt sozusagen vom Schnittpunkt der Koordinaten oder vom Nullpunkt sozusagen bis nach 5 einmal durchgezeichnet werden. Also 5 cm pro Meter mit Basis 0 Grad in diese Richtung. Das gleiche gilt für P2. Wir haben 2 cm pro Meter mit Basis 270 Grad, also unten. Also müssten wir das hier unten nach da einmal ziehen. Das machen Sie jetzt bitte. Und ich mache jetzt natürlich gleich weiter. Sie können hier einmal pausieren, wenn Sie möchten. Ja, es geht weiter und ich nehme nochmal einen Schluck von meinem sehr bekannten Energy Drink. Und es geht munter weiter. Wir haben jetzt also P1 und P2 nach Möglichkeit andersfarbig in das Koordinatensystem sozusagen eingetragen. Und dann sieht das Ganze so aus. Gut. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was für ein Prisma kommt da eigentlich raus? Weil das ist ja unsere Frage. Und wenn wir das entsprechend machen oder wissen wollen, dann müssen wir den nächsten Schritt machen und das würde so aussehen. Das heißt, wir übertragen das P1 gestrichelt auf die vertikale Höhe vom Prisma 2 und das Prisma 2 übertragen wir auf die horizontale Schnittfläche mit der Achse von P1. Also so. Und diese beiden gestrichelten diese beiden gestrichelten prismatischen Wirkungen, sage ich mal, die haben irgendwo einen Schnittpunkt, der liegt hier. Und was Sie jetzt machen müssen, Sie verbinden den Nullpunkt mit diesem Schnittpunkt, am besten mit einer anderen Farbe. Und das wäre unser resultierendes Prisma, ganz nebenbei. Und zwar geht es hier nur um die Basislage. Also wir können damit keine Stärke von einem Prisma berechnen oder messen. Wir können nur messen, welche Basislage liegt denn jetzt tatsächlich vor. Und dann geht es einmal auf der nächsten Seite weiter. Das sind die Sachen, die wir eben schon einmal hatten. Ich blende das Bild von eben noch einmal ein. Und jetzt wollen wir das Ganze einmal berechnen. Das resultierende Prisma berechnet sich nach folgender Formel. P resultierend ist also die Wurzel aus P1 zum Quadrat plus P2 zum Quadrat. Ganz nebenbei, das ist Peter Pythagoras. Ne? P resultierend zum Quadrat ist P1 zum Quadrat plus P2 zum Quadrat. Nur weil wir jetzt halt eben das Quadrat des resultierenden Prismas schon aufgelöst haben und die Wurzel entsprechend davor geschrieben haben, bekommen wir das resultierende Prisma heraus. Ja, dann setzen Sie eigentlich nur noch ein, P1 5 cm, P2 2 cm, das Ganze zum Quadrat und dann die Wurzel daraus ziehen, haben wir 5,385 cm pro Meter. Insgesamt, wohlgemerkt. Jetzt ist es natürlich wichtig, wir hatten ja eingangs gesagt, es gibt keine prismatische Wirkung ohne Richtungsangabe.
Und für die Richtungsangabe, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze löst. Wir fangen mal an und berechnen jetzt mal den Winkel Beta, diesen hier. Und da würde sich ja die Tangensfunktion anbieten. Und die Tangensfunktion Tangens Beta, also wir wollen jetzt gleich diesen Winkel zwar hier ausrechnen, aber die Tangensfunktion Beta wäre also Gegenkathete durch Ankathete. Das nochmal zur Erinnerung. Und die Gegenkathete dieses Winkels, die wäre ja diese Strecke, was ja das gleiche ist wie diese Strecke, also P2. Und die Ankathete, das wäre ja hier das P1. Und dann müssen wir die Gegenkathete und Ankathete noch austauschen sozusagen in P2 für die Gegenkathete und P1 für die Ankathete. Also könnten wir schreiben, Tangens Beta ist gleich P2 geteilt durch P1. Das wäre entsprechend die korrekte Funktion. So, jetzt wollen wir ja nicht den Tangens von irgendwas berechnen, sondern wir wollen ja einen Winkel ausrechnen. Und wenn wir den Winkel ausrechnen wollen, dann müssen wir die Umkehrfunktion vom Tangens benutzen. Und das wäre der sogenannte Arcos Tangens oder Tangens hoch minus 1, je nachdem, wie das auf Ihrem Taschenrechner entsprechend steht. Dann hätten wir also Beta, also der Winkel Beta, wäre dann der Arcos Tangens von P2 geteilt durch P1. Soweit, so gut. Jetzt müssen wir in diese Funktion nur noch die entsprechenden Werte einsetzen. Also wäre Beta der Arcus Tangens von 2, also 2 cm pro Meter, also P2, geteilt durch 5, also P1 mit 5 cm pro Meter. Das machen wir, rechnen wir aus und bekommen Beta ist gleich 21,801 Grad heraus. Das heißt, dieser Winkel hier beträgt 21,801 Grad. Fein. Jetzt wissen wir aber noch nicht, wo die Basis liegt. Wir haben jetzt nur unseren ersten Hilfswinkel sozusagen ausgerechnet. Und jetzt kommt die sogenannte Quadrantenbetrachtung ins Spiel. Und bei der Quadrantenbetrachtung gucken wir einfach, in welchem Quadranten liegt das resultierende Prisma. Es gibt vier Quadranten insgesamt. Ich habe die hier einmal schon mal eingezeichnet. Der erste Quadrant wäre von 0 Grad bis 90 Grad. Der zweite von 90 Grad bis 180 Grad. Der dritte von 180 Grad bis 270 Grad. Und der vierte von 270 Grad bis 0 Grad. Oder hier eben 360 Grad, was dem Ganzen gleichkommt. Okay, wir wissen jetzt also, das resultierende Prisma liegt im vierten Quadranten. Und wir haben sozusagen die Strecke ausgerechnet vom resultierenden Prisma bis zu 360 Grad. Also die Differenz sozusagen. Und weil wir jetzt die Differenz ausgerechnet haben und wir wissen, dass hier 360 Grad ist und wir im vierten Quadranten sind, können wir uns die Basis ausrechnen. Ich mache das immer so, dieses Beta B, das soll jetzt hier die Basis sein. Das wären also die 360 Grad minus Beta, also minus der Differenz sozusagen zum resultierenden Prisma. Da setzen wir jetzt die Werte entsprechend ein. 360 Grad minus 21,08, tatatata, bekommen wir raus 338,199 und das entspricht 338 Grad. Ja, dann wären wir hier an der Stelle fertig. Das heißt also, wir hätten jetzt ein Prisma ausgerechnet von 5,385 cm pro Meter mit Basis 338 Grad. Und das würde dieser Verordnung entsprechen. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel in Ihr EDV-System diese Werte eingeben, dann würden Sie entsprechend das als Ausgabe bekommen. Je nachdem, ob Ihr PC schon oder Ihr Programm so schlau ist und das entsprechend umrechnen kann. Wenn nicht, jetzt können Sie es ja tun und dann gleich das richtige Korrektionsprisma bestellen. Wenn
Sie jetzt beispielsweise sagen, okay, ich möchte jetzt aber das Prisma ja noch heftig verteilen, da kommen wir gleich noch zu, weil das ist ja jetzt entsprechend die prismatische Wirkung insgesamt, die wir benötigen, weil wir ja das P1, also das Prisma für rechts und das Prisma für links zusammengerechnet haben. Dann würde das entsprechend herauskommen. Ich möchte Ihnen jetzt noch einen alternativen Lösungsvorschlag präsentieren, und zwar, wenn wir uns diesen Winkel hier mal anschauen, den Alpha. Das funktioniert ganz ähnlich. Wir haben auch wieder die Tangensfunktion. Tangens Alpha ist wieder Gegenkette durch Ankathete. Und jetzt aufgepasst, das wäre P1 durch P2, also genau das Gegenteil, ne? Gegenkathete P1, dieser hier, Ankathete P2. Und wir fahren munter flockig weiter. Dann nehmen wir den Alpha, den Arkostangens von P1 durch P2, wie eben gerade auch. Setzen die Werte ein, bekommen einen Winkel raus. Das wären 68,199 Grad für Alpha. So. Auch hier folgt dann wieder die Quadrantenbetrachtung. Das heißt, wir sind im vierten Quadranten. Und zu was haben wir die entsprechende Differenz ausgerechnet? Zu 270 Grad. Dieser Winkel hier. Und weil das resultierende Prisma ja zwischen 270 Grad und 360 Grad liegt, müssen wir jetzt, um die Basis zu erhalten, diese 270 Grad, diese hier, plus das Alpha rechnen, damit wir wieder entsprechend auf die korrekte Basislage kommen. Und wenn wir das entsprechend einmal tun, kommen wir auch wieder auf 338 Grad als Basislage. Also egal, welchen Winkel Sie jetzt da nehmen, es funktioniert beides. Sie müssen halt eben nur bedenken, dass Sie entweder ja, zu welchem Horizontal- oder Vertikalkomponenten Sie die Differenz berechnet haben. Ne, weil das ist halt eben das Entscheidende, ob Sie von 360 Grad den Winkel abziehen müssen, hier in diesem Fall, oder von 270 Grad den Winkel draufschlagen müssen. Ja, dann kommen wir wieder auf die entsprechende Basislage. Und dann müssen wir letztendlich nur noch eins tun. Wir sollen ja das Prisma verteilen und dann müssen wir die 5,385 cm pro Meter durch 2 teilen und bekommen 2,6925 cm pro Meter mit Basis 338 Grad raus. Das wäre jetzt entsprechend für rechts. Also hätten wir rechts Sphäre minus 4 mit plus 1,5 Zylinder. In Achse 0 Grad haben wir hier oben auch schon im Übrigen so gegeben. Und jetzt würden wir das hälftig berechnete resultierende Prisma hier einsetzen mit 2,6925 cm pro Meter. Und die Basis würden wir übernehmen, weil wir haben die Rechnung ja fürs rechte Auge gemacht. Also 338 Grad. So, jetzt gucken wir mal das linke Auge an. Das linke Auge wären Sphäre minus 4 mit Zylinder plus 1, Achse 0 Grad. Wie kommt man darauf? Schnellverfahren. Wenn ich die Schreibweise ändern möchte, dann muss ich den Zylinder auf die Sphäre draufrechnen. In diesem Fall minus 3 plus minus 1 ergibt minus 4. Ich ändere dann anschließend das Vorzeichen des Korrektionszylinders von minus in plus. Haben wir gemacht. Wir haben also minus 4 mit plus 1. Und die Achse, die muss sich um 90 Grad drehen. Das heißt, minus 4 mit plus 1, Achse 0 Grad. Im nächsten Video geht es im Übrigen über Torizität, Astigmatismus etc. pp. Und da werde ich dann nochmal ganz gezielt drauf eingehen, Plus-Minus-Schreibweise und wie man sich das verdeutlichen kann, ob das dann wirklich das gleiche Glas ist oder halt eben nicht. Ja, dann zurück nochmal zu unserer prismatischen Wirkung hier. Also hier, weil wir das Prisma ja entsprechend hälftig verteilt haben, müssen wir die andere Hälfte logischerweise auf das linke Auge geben. Und jetzt ist es wieder das Entscheidende. Wir haben jetzt die Basislage für rechts berechnet, müssen jetzt aber eine Angabe für links machen. Und wir nehmen jetzt die Basislage vom rechten Auge, die 338 Grad, und ziehen davon 180 Grad ab. Und haben anschließend eine Basislage von 158 Grad. Das heißt, links wäre die Basislage links oben
und rechts wäre die Basislage rechts unten. Die wären also genau entgegengesetzt und somit würde das Prisma wirken. Und dann kommen wir entsprechend zum nächsten wichtigen Merksatz. Ein Prisma wirkt eben nur dann, wenn die Basislagen im verteilten Zustand rechts zu links 180 Grad auseinander liegen. Das heißt, wenn Sie eine Basislage haben über 180 Grad, ziehen Sie 180 Grad ab. Haben Sie eine Basislage unter 180 Grad, rechnen Sie 180 Grad drauf. So einfach ist das. Hier nochmal ein Beispiel. Wir haben links 10 cm pro Meter Basis 0 Grad gemessen. Wir verteilen das Ganze und für links bleiben 5 cm pro Meter Basis 0 Grad übrig. Und rechts drehen wir jetzt die Basislage um 180 Grad und erhalten 5 cm pro Meter Basis 180 Grad. Haben also hälftig verteilt und die prismatische Wirkung rechts zu links so angegeben, dass das Prisma entsprechend den 10 cm pro Meter wieder entsprechen würde, weil es gegensinnig ist. Okay, das war, denke ich mal, ganz schön viel. Wir kümmern uns jetzt als nächstes nochmal um einen sehr wichtigen Faktor, den Sie Ihrem Kunden mitteilen müssen, wenn Sie ihn prismatisch versorgen. Und das ist ein sogenannter Abbildungsfehler, der halt eben bei den prismatischen Versorgungen auftritt. Und der heißt halt eben Dispersion. Und Dispersion ist nichts anderes als die Zerlegung von Licht. So. Also, wir haben wieder unser Prisma. Und weißes Licht oder auch polychromatisches Licht kommt aus der Lichtquelle, in diesem Fall die Sonne meinethalben, auf unser Vorderfläche des Prismas. So. Dieses Licht, das ist ja, wie gesagt, polychromatisch, besteht also aus mehreren Wellenlängen. Also aus Rot, aus Grün, aus Blau, aus Violett etc. pp. Und das Licht wird am Prisma nicht einfach nur abgelenkt. Das ist eine Sache, die das Prisma natürlich macht. Aber die andere Sache ist halt eben, dass das Prisma dieses polychromatische Licht in die einzelnen Wellenlängen spaltet. Und das sorgt halt eben für sehr unangenehme Farbsäume beim Schauen durch ein Prisma. Kommen wir gleich zu. Zuerst erst einmal ist es so, dass dieses Prisma jetzt beispielsweise eine bestimmte Brechtzahl hat. Ich nehme einfach mal 1,5. Und trotz dieses Brechungsindexes oder dieses Brechungsindexes werden die unterschiedlichen Wellenlängen unterschiedlich stark gebrochen. Ich habe mal ein Video zu Brechungsindizes gemacht. Da gibt es auch ein Video zu bezüglich Hauptbrechzahl. Und das ist jetzt letztendlich die Erklärung. Das müsste, glaube ich, Folge 2 sein. Und da müsste, das wäre jetzt sozusagen die Erklärung, warum das so ist. Also, die Hauptbrechzahl, die Ihnen der Hersteller angibt, die ist immer für grünes Licht entsprechend definiert. Und rotes Licht wird weniger stark gebrochen als grünes Licht und blaues Licht wird stärker gebrochen als grünes Licht. Das heißt, so betrachtet wäre die Brechzahl für grün, ich sage jetzt mal 1,5 und für blau entsprechend höher, ich sage jetzt mal 1,6. Für rot entsprechend wäre die Brechzahl niedriger als 1,5, also ich sage jetzt mal 1,4. Und es gibt per Definition halt eben entsprechend diese Ablenkungswinkel für die entsprechenden Fraunhofer-Linien, waren das, glaube ich. Da gibt es halt eben einmal dieses Delta F' und das wäre entsprechend der Ablenkungswinkel für das blaue Licht. Dann gibt es das Delta E, das ist entsprechend auch für die Brechzahl NE, also für die Hauptbrechzahl
der optischen Medien entsprechend angegeben. Das wäre die Ablenkung von dem Grünlicht. Und dann gibt es noch das Delta C-Strich und das wäre halt entsprechend das rote Licht hier in diesem Fall. Und wenn wir jetzt entsprechend das mal anschauen, wir haben eine Maximalauslenkung bei Rot und eine Maximalauslenkung bei Blau, dann wäre ja Grün sozusagen in der Mitte dieser beiden Auslenkungen, also sozusagen das Delta, also die Differenz sozusagen der beiden. Oder halt eben anders ausgedrückt, ja, die Mitte sozusagen. Und das drückt halt eben dieses große Delta hier aus. Okay, nochmal als zur Beschriftung. Wir haben Ablenkungswinkel für Blau, einen Ablenkungswinkel für Grün und einen Ablenkungswinkel für Rot. Und dieser Winkel, der letztendlich zwischen den Maxima liegt, das ist der sogenannte Dispersionswinkel. Also der gibt an, wie groß ist denn letztendlich die Aufsplittung der verschiedenen Wellenlängen an sich. Okay, und das Ganze nochmal mit Brechzahlen erläutert. Hätten wir beispielsweise eine größere Brechzahl für NF-Strich, also halt eben fürs Blaue, die wäre größer als das E eigentlich, das ist eigentlich ein E, als NE und das wiederum wieder größer als NC-Strich, ne? Also wir haben unterschiedliche Brechzahlen für die entsprechenden Wellenlängen, das hatte ich eben gerade schon gesagt. Oder anders ausgedrückt, das C wäre entsprechend kleiner als das E und das E kleiner als das F-Strich. Ja, und dann kann man das letztendlich für den Abdispersionswinkel auch nochmal berechnen. Das wäre dann entsprechend das F-Strich abzüglich des C-Strich. Also der große Winkel abzüglich des kleinen Winkels. Dann hätte man halt eben entsprechend diese Strecke. Ja, was steckt dahinter oder warum erkläre ich das oder warum erzähle ich das? Diese Farbsäume, die dadurch entstehen, die erhöhen massiv die Eintragedauer. Das heißt, dass wenn ein Kunde noch nie eine prismatische Verordnung getragen hat und der fängt mit, ich sage mal, moderaten Werten an, ich gebe jetzt mal eine Zahl, 5 cm pro Meter, dann wird er an jeder Kante, die er sieht, abhängig von der Beleuchtung, mehr oder minder starke Farbsäume sehen. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe ja Prisma Basis innen und bei mir ist es so, ich sehe jetzt auf der Nasalenseite, auf der linken Seite von der Kante einen blauen Farbsaum und wenn ich entsprechend temporal durchschaue, sehe ich einen roten Farbsaum entsprechend in der Innenseite der Kante. Wenn Sie dieses Prisma das erste Mal aufsetzen, dann ist das, als wenn Sie der Hammer trifft, sage ich immer, weil Sie überall halt eben diese Farbsäume an jeder Kante, an jedem Objekt sehen Sie diese Farbsäume. Und da muss der Kunde sehr sorgsam und sehr vorbereitend darauf hingewiesen werden, dass wenn er diese Brille aufsetzt, dass es erstmal nicht so toll ist von der Abbildung her. Das ist aber nicht so problematisch. Wie gesagt, erste Interimsversorgung bei mir waren 10 cm pro Meter. Und ich habe so ungefähr, ja, eine gute Woche habe ich dran zu knabbern gehabt. Aber die Divergenzentlastung ist dann doch so hoch, dass ich mich damit abfinde. Und mittlerweile jetzt, ich trage die Korrektion jetzt 5 Monate und ich sehe die entsprechenden Farbsäume überhaupt nicht mehr. Also von daher, das ist wie gesagt eine Eintrage, erhöhen zwar die Eintragedauer, aber das ist halt keine Sache, die der Kunde halt eben permanent über einen langen Zeitraum hin wahrnimmt. Ja, dann noch eine wichtige Sache bei der Dispersion. Das wäre die sogenannte Abbezahl. Das ist nämlich eine Materialkonstante. Ich habe das hier nochmal eingeblendet. Das wäre entsprechend, so berechnen Sie die Abbezahl für kleine Einfallswinkel. Und das wäre entsprechend die Formel, die Sie, so können Sie die Abbezahl berechnen, wenn Sie die entsprechenden Ablenkungswinkel haben. Das haben Sie in der Regel nicht. Und dementsprechend können Sie für jedes Material, was Ihnen der Hersteller liefert, eine Abbezahl entsprechend
in einer Tabelle ablesen. So sollte es zumindest bei einem vernünftigen Brennglashersteller sein. Und je höher die Brechzahl ist, umso mehr Farbsaum haben sie. Das heißt, hohe Brechzahl, niedrige Abbezahl. Und je niedriger die Abbezahl ist, umso höher ist der Farbsaum an sich. Ja, das letztendlich nur noch mal zur Dispersion. Ja, genau. Je kleiner die Abbezahl, desto größer die Dispersion. Das hatten wir eben gerade schon. Und dann wären wir eigentlich mit dem Thema durch. Ja, und sonst so, wie immer ist eure Meinung gefragt. Gerne einsenden per PN oder per Kommentar. Dann eure Wünsche, Anregungen und Kommentare möchte ich gerne hören. Ihr könnt sehr gerne bei mir Kritik loswerden, gerne auch in den Kommentaren. Wie gesagt, ich bin noch so ein bisschen angeschlagen, noch nicht so ganz fit. Und ich bitte, das einfach mal nachzusehen, dass ich wirklich 1,5 Wochen so flach gelegen habe und war kein Zuckerschlecken. Ja, das Video dürft ihr natürlich auch weiterhin gerne liken, wenn es euch gefallen hat. Und ihr mehr sehen wollt, dann gerne auch mal ein Abo dalassen. Ja, was läuft ab Folge 9? Ab Folge 9 könnt ihr gerne euren Kommentar lassen, was da so laufen soll. Ihr könnt meinen Kanal gerne abonnieren, damit ihr nichts von meinen zukünftigen Videos verpasst. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt Folge 6 einmal abgedreht, sozusagen. Folge 9 deshalb, weil Folge 7 steht in jedem Fall schon fest. Und Folge 8 steht auch schon fest. In Folge 7 soll es, wie angesprochen, schon um torische, zylindrische und astigmatische Brillengläser gehen. Wir beantworten die Frage, was ist ein Zylinder und wie wirkt er eigentlich? Und wir beschäftigen uns beispielsweise mit der Umrechnung in die DIN-Schreibweise. Ja, dann bedanke ich mich, wie gesagt, einmal fürs Anschauen. Und ich verabschiede mich bei diesem, nach diesem langen Video. Es hat ja doch etwas länger gedauert. Ja. Und ich werde in der Infobox in jedem Fall für dieses Video nochmal Inhaltsverzeichnis reinschreiben, dass man dementsprechend sich gleich für das Thema vorspulen kann oder hinspringen kann, wo man denn dann gerne hin möchte, dass man sich nicht das ganze Video angucken muss. Okay, wie gesagt, vielen Dank fürs Anschauen. Ich wünsche euch etwas Schönes und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dann, euer Max. Ciao.